Als ich im Oktober 1994 das erste Mal hier auf Deutschlands größter Insel war, lag die Wende zwar schon 5 Jahre zurück, aber trotzdem waren viele Besitzverhältnisse noch immer ungeklärt. Zahlreiche Häuser waren ihrem Schicksal überlassen und ihr Verfall schon so weit fortgeschritten, dass man sich deren Wiederherstellung kaum noch vorstellen konnte. Jahre später gehören diese trostlosen Zeiten ganz offensichtlich der Vergangenheit an. Etwas spektakulärer ist die Entwicklung, die Prora aktuell macht. Der hier in der NS-Zeit entstandene, aber nie vollendete Koloss galt mit seinen 2,5 Kilometern Länge sozusagen als unvermittelbar. Zu DDR-Zeiten hatte die Armee einen großen Teil fertiggestellt und für sich genutzt. Nach dem Fall der Mauer übernahm die Bundeswehr noch bis 1992 das Gelände. Und dann war auch dieser gigantische Komplex seinem Schicksal überlassen. Es hatten sich zwar relativ schnell ein Museum und eine Jugendherberge, die größte Europas, darin niedergelassen, aber damit standen weiterhin über 2 Kilometer leer. Erst heute, gute 25 Jahre später, nimmt das Projekt neue Formen an. Moderne Eigentumswohnungen und ein Hotel geben dieser parallel zum Strand verlaufenden Wand nun ein neues Gesicht. Etwas weiter nordwestlich, leicht versteckt, befinden sich die europaweit einmaligen Feuersteinfelder. Die auch als Steinheide oder Steinernes Meer bekannte 40 Hektar große Landschaft besteht zu 90% aus Feuersteinen. Sie wurden vor ca. 4000 Jahren durch schwere Sturmfluten von der Küste Jasmunds her bis hierhin aufgeschoben.
Die Küste Jasmunds selbst ist ohne Zweifel der prominenteste Teil und auch das Wahrzeichen Rügens. Die Kreidefelsen erstrecken sich über 11 Kilometer von Sassnitz bis nach Glove. Auf der Suche nach Feuer oder Bernsteinen streifen viele Besucher hier direkt am Wasser entlang. Die gesamte Küste unten abzulaufen ist allerdings weniger empfehlenswert. Abgesehen davon, dass es sehr beschwerlich ist, eine solche Distanz auf losen Feuersteinen zurückzulegen, besteht auf einigen Abschnitten auch Lebensgefahr wegen möglicher Felsabbrüche. Deutlich entspannter ist da der Hochuferweg. Er gilt als einer der schönsten Wanderwege Deutschlands und führt durch den Buchenwald des Nationalparks Jasmund, der seit 2011 zum UNESCO-Welterbe gehört. Eine weitere Steilküste befindet sich an der Spitze der Insel, am Kap Arkona. Das eigentliche Markenzeichen dieser autofreien Halbinsel und dem zugleich nördlichsten Punkt Ostdeutschlands sind aber eher seine beiden Leuchttürme sowie der Peilturm. Fußminuten entfernt liegt in einer Ufersenke das ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Fischerdorf Witt. Im kleinen Hafen dieses malerischen Ortes hat man die Möglichkeit, bei geräuchertem Fisch die Blicke über das Meer und auf das Kap Arkona schweifen zu lassen. Die ältesten von Menschen geschaffenen Bauwerke auf der Insel sind schätzungsweise bis zu 4500 Jahre alt. Von den einst rund 230 Hünen- und Hügelgräbern sind noch knapp 60 erhalten geblieben. Sie sind an verschiedenen Stellen der Insel zu finden. Eine ganze Sammlung gut erhaltener Großdolmen befindet sich bei Lanken-Granitz. Bis heute ist nicht wirklich geklärt, wie es die Menschen damals geschafft haben, Steine mit einem Gewicht von bis zu 15 Tonnen über weite Strecken zu transportieren und aufzutürmen. Ihre 750 mm schmalen Gleise schlängeln sich nun schon seit über 120 Jahren durch Wälder, Wiesen und Felder. Es gab Zeiten, da verteilte sich das Schnaufen ihrer Dampfkessel auf ein fast 100 Kilometer langes Schienennetz über weite Teile der Insel.
Heute legt die Rügensche Kleinbahn, die noch besser bekannt ist als Rasener Roland, runde 24 Kilometer zwischen den Orten Göhren, Babel, Selin, Binz und Putbus zurück. Abgesehen von den genannten und weiteren populären Sehenswürdigkeiten, ist es vor allem die Landschaft selbst, die Rügen so vielseitig und abwechslungsreich macht. Und auch wenn es sich um Deutschlands größte Insel handelt, sind es doch immer nur wenige Kilometer, die zwischen Stränden und Alleen, Bodden und Wäldern oder weitläufigen Landstrichen und kleinen Ortschaften liegen.